Mann. Ja, gerade zum Schrein von Amana müssen wir zurück. So, kannst du ruhig nochmal dagegen ballern. Und sterben. So, wir müssen nämlich auf die andere Seite der Brücke hier. Und ich bin ja froh, dass wir schon den Wächter getötet hatten. Hier stand ja wieder so ein Drachenreiter von Vendrick. So, und hier hinter ist das Königsgedenkstätte. Ja, hier hatte sich der König zurückgezogen zuerst, bevor er in die Untotengruft geflohen ist. Hier ist nämlich seine Seele. Beziehungsweise hier hat er seine Seele verloren. Die wir jetzt haben. Königsseele. Und ja, er hat eine große Seele. Die Seele von König, von Vendrick, dem König von Dragon Lake. Diese große Seele lockte die Finsternis herbei und überwältigte den König. Vielleicht war dieser König, der einst die Welt der Menschen beherrschte, ein Gefäß des wahren Throns. Nun ist diese besondere Seele des Nutzt diese besondere Seele des Flammenverbinders, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas Außerordentliches, außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Nein. Im Augenblick nicht. Das hier ist übrigens gemein. Das erste Mal, als ich hier war, also in Scholar of the First Sin, habe ich die Abzweigung hier übersehen. Hier ist nämlich noch eine wichtige Truhe für uns. Königskrone, Königsrüstung, Königsstulpen und Gamaschen. Ja, die Königsrüstung wiegt erheblich mehr als unsere Rüstung. Rüstung von König Vendrick, dem König von Dragon Lake. Wie wird man zum König? Einige sagen durch Geburt, andere sagen durch Schicksal. Vielleicht ist es aber auch belanglos, solange der König sein Volk zu einen vermag. Ja, und das hat Vendrick ja geschafft für eine Weile. Und nein. Ich bin zu vorsichtig, die paar Schritte zu laufen. Denn der Schrein von Amana ist eine Todesfalle. Wie dergleichen. So. Gegenstände, die ich wegsortieren kann. Rosturne, hier erstmal nichts. Vendricks Seele und die fünf können auch mal wieder weg. So, das sind alles solche Gegenstände. Ja, Seelen verbraten werden wir nachher auch noch. Drachenaufseherschild, habe ich das schon? Sieht nicht danach aus. Nein, hatte ich noch nicht. So, jetzt kommt das Wichtigste. Wir haben die Königskrone. Krone von König Vendrick, dem König von Dragon Lake. Und wir haben die Krone der Vorherrscher. Damit haben wir jetzt die vier Herrscherkronen. Alva-Stulpen. Jo. Und mit den Sachen reisen wir zurück in den Untotengraben. Ups. Egal, einfach weiter rennen. Denn wir müssen jetzt wieder zurück in die Erinnerung. Von König Vendrick. So, erstmal weg mit dir. Weg mit dir.
Weg mit dir. Und dann auch weg mit den beiden. So, einer ist weg. Ja. Schön, dass du blitzen kannst. Hast du Schiss vor mir oder was? Gut. Durchwälzt das Kampfarena. Und Vendrix Kampfarena. Dringen wir jetzt ein in die Erinnerung. Gedenken an den König. War halt nicht zu lange in der Erinnerung. So, Vendrick hat uns nämlich jetzt noch ein paar Sachen zu erzählen. Seeker of fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Ja, er hat uns jetzt gesagt, wir sollen die Kronen suchen. Die haben wir aber schon. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. Ja, der wahre Fluch liegt wohl in der ersten Flamme. Seeker of fire. I see you've subdued another foul creature. One of the father of the abyss spawn. That confounded quintessence of humanity. The abyss once had form, but then dissipated. And yet, traces of its existence endured. Each fragment, thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment. A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lust for a worthy vessel. Ja, da hat uns es gerade gesagt, seine Königin ist auch ein finsteres Fragment. One day fire will fade and dark will become a curse. Men will be free from death. Left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape. We can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Seeker of fire, coveter of the throne. Seek strength. The rest will follow. Ja, der Aschennebel schwindet. Die alten Kronen verströmen Hitze.
Ja, und mit dem Schwinden des Aschenebels und dem Verein der Kronen lösen sich auch die letzten Erinnerungen König Wendrix auf. Ja, klingt sehr dramatisch, hä? Ich habe nämlich gerade eben, also wie man sehen kann, ist es mir nicht mehr möglich, in die Erinnerung des Königs einzudringen. Und nein, auf euch beide habe ich keinen Bock mehr. So, wir haben nämlich jetzt bei allen Kronen eine besondere Fähigkeit freigeschalten. Dadurch, dass wir ihm alle vier gebracht haben, schützen uns diese Kronen, würden wir sie tragen, vor dem Fluch. Also vor unserem Darksein. Wir könnten also nicht mehr aushöhlen, wenn wir sterben. Was auf der einen Seite ganz nett ist, aber auf der anderen Seite brauchen wir es nicht unbedingt. Gut, das war jetzt der letzte wirkliche Teil der Story, außer dem Endkampf. Den Endkampf werden wir jetzt angehen. Also gleich, sobald ich... Nein, ich will den Effekt nicht aufheben. Ich will in die Gegenstandskiste und die Kronen wegpacken. Wo ist denn die Krone des Königs jetzt gelandet? Da sind die drei Kronen. Ach, da. Okay. So, das heißt zurück nach Majula. Wir geben wieder Sehen aus. Und dann kommt der letzte Akt der Main Story. Bearer until. So. Bei der Gelegenheit kann ich schnell was prüfen, bevor wir zum Endfight gehen. Denn ich hab das Int noch aus einem anderen Grund jetzt gesteigert. Nicht nur wegen den Resistenzen, sondern noch wegen was anderem. Dazu muss ich in den Jägerhain zur Untotenzuflucht. Denn dort ist ja der Hexereienlehrer. Und der müsste uns was geben, wenn wir Wille und Int auf 20 haben. Was? Hoffe ich mal, dass es 20 war und nicht 30. The dark watches. These are for you. Nein, es hat geklappt. Abendrotstab, Hexerkapuze, Hexergewand und so weiter. Into the dark. Hexes originate. They were those statistics. Ja. No matter. Gut. Der wichtige Gegenstand, nämlich den wir brauchen von ihm, ist sein Abendrotstab. Ein angeblich in Aldia gefertigter Stab. Beschleuniger für Zauber und Hexereien. Besonders mächtig beim Wirken von Hexereien. Der mysteriöse Fürst Aldia zog sich für diverse Experimente in ein Anwesen zurück. Die in das Anwesen eingeladenen verschwanden und abartige Unwesen nahmen durch die Korridore streichend ihre Plätze ein. Ja, also Aldia hat Teile von Leuten für Experimente benutzt. Und das Hexergewand. Von einem Hexer getragenes Gewand gehörte Felkin dem Verstoßenen. Jene, die ein Faible für die Finsternis haben, werden von ihrem Strudel angezogen und kehren nur selten zurück. Vielleicht spricht sie tief in der menschlichen Seele etwas an. Ja, nämlich die Dark Soul Fragmente, die wir unten, die jeder Mensch in sich trägt. Dich kann ich noch wegpacken. Ja, von dir hätte ich gern mal den Dreier. Aber ich glaube, dich gibt es nur als Zweier und den gibt es nur in New Game Plus. Alles andere sieht okay aus. Also, dann reisen wir jetzt nach Schloss Dwangleic.
nämlich zum Königstor.